Hallo ihr Lieben, mein Name ist Nora und ich bin Mrs. Panda von Mr. und Mrs. Panda. Viele, viele Menschen haben in der Zwischenzeit meine Illustrationen und Zeichnungen gesehen. Und um euch Zeichnen ein bisschen näher zu bringen, malen wir heute gemeinsam einen super süßen Schneemann. Ihr werdet sehen, das ist ganz einfach. Lasst uns starten. Also, wir brauchen als erstes ein Blatt Papier. Ich nehme am liebsten 250 Gramm starkes Papier, Allzweckpapier einfach. Für alle möglichen Techniken. Ihr braucht einen Bleistift, ein Radiergummi, Pinsel, einen Aquarellfarbkasten. Alternativ könnt ihr auch einen Tuschkasten benutzen und ein bisschen Wasser. Also, ich male erst drei Kreise auf und leider kann man es wegen der Lampe nicht ganz so gut sehen. Ihr malt einfach drei Kreise übereinander, die sind ungefähr gleich groß und skizziert ein Gesicht und einen Hut auf dem Kopf vom Schneemann. Ich mal den ein bisschen an der Seite, weil ich das niedlicher finde, aber ihr könnt alles Mögliche auf seinen Kopf malen. Ein Zylinder, eine Wollmütze oder einen Kochtopf, je nachdem. Wichtig ist, ihr braucht jetzt kaum Farben. Ihr braucht einfach nur Grau oder Schwarz, Braun für den Besen nachher und Orange für die Mohrrübennase. Wichtig finde ich, dass ihr die drei Schneekreise nicht allglatt malt, das wäre unnatürlich. Malt es ein bisschen, wie ist das richtige Wort dafür? Gubbelig? Malt das einfach nicht ganz perfekt, das sieht am schönsten aus. Und malt in der Mitte nicht eine durchgezogene Linie, sondern strichelt das ein bisschen. Und ich male noch zwei Hände dazu, denn ich möchte, dass er nachher einen Besen in der Hand hält. Die Augen bestehen ja aus Kohlestückchen, deswegen habe ich den Schneemann in Grau gemalt und habe die Kohlestückchen in Schwarz gemalt. Aber macht ihr das so, wie ihr das am liebsten mögt und guckt einfach, was für Farben ihr zur Verfügung habt. Dann male ich also das Gesicht drauf, ein breites Grinsen und Kohleknöpfe. Und dann male ich den Zylinder, den ich, wie gesagt, ein bisschen schräg aufgesetzt habe. Ich mag das auch, wenn er nicht ganz so groß ist. Aber eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und denkt immer daran, man kann es nicht richtig oder falsch machen. Das geht nicht. Das ist eure Fantasie, das ist euer Schneemann. So wie ihr das macht, ist es richtig. Und kein Schneemann sieht gleich aus. Ich male am Ende eine Mohrrübennase und ich male die kleinen, weil ich das am niedlichsten finde. Wenn ich Vögel male, male ich auch immer ein kleines Schnäbelchen. Ich finde einfach, das sieht am goldigsten aus. So, ich male jetzt den Besen. Ihr habt da jetzt zwei Möglichkeiten oder mehrere, aber in meinem Kopf waren direkt zwei Möglichkeiten. Ich nehme diesen alten Besen, den wir früher immer hatten, auch zum Schneemann bauen. Also ihr macht da einfach quasi wie ein Hufeisen, macht es oben zu, malt das aus, malt einen Stiel. Lasst das erstmal trocknen und alternativ könnt ihr auch so einen Besen mit roten Borsten malen. Da malt ihr ein T, also einen langen Stiel, ein kleines T oben und da malt ihr einfach rote Borsten dran. Das geht auch. Wenn ihr radiert, achtet bitte darauf, dass das alles wirklich durchgetrocknet ist. Es soll ganz, ganz trocken sein. Denn sonst verschmiert ihr die Wasserfarben. Ich finde, das ist ein richtig schönes Kartenmotiv für Postkarten, wenn ihr kurz vor Weihnachten nichts habt, das persönlich machen wollt und auf die Schnelle was selber machen möchtet. So, ich habe einen dünnen Pinsel. Damit male ich nochmal ein bisschen die Konturen von der Mohrrübennase. Und wenn ihr eine Deckweiß im Tuschkasten habt, oder eine weiße Aquarellfarbe, ein Näpfchen. Dann finde ich es schön, wenn man etwas tiefer in den Augen bekommt. Das sieht für mich lebendiger aus, wenn ihr kleine Pünktchen in die Augen malt und noch ein bisschen weiß an die Knöpfchen, so wie ich das gemacht habe. Es sind wirklich nur ein paar Tupfer. Meiner Meinung nach lässt er den ganzen Schneemann gleich viel lebendiger aussehen. Und während das alles gut durchtrocknet, zeige ich euch schnell, wie man Schneeflocken malt. Schneeflocken malt man eigentlich, indem man ein Kreuz malt und noch einen Strich durch und das dann verziert. Denn hier gilt auch wieder, man kann nichts falsch machen, keine Schneeflocke sieht gleich aus. Aber ich persönlich finde es symmetrischer und schöner, wenn man ein Kreuz malt, ein bisschen verdreht nochmal ein Kreuz, also ineinander, dass sich das in der Mitte trifft. Und dann verziert man, dann kann man kleine Sternchen reinmalen, Punkte, kleine Striche. Und wichtig ist, dass man die Sachen immer parallel gleich malt. Dann sieht das richtig fantastisch aus. Zugegeben, Schneeflocken zu malen kann ein bisschen tricky sein. Man muss ein bisschen üben,
Aber dann, wenn die Kreativität einsetzt, dann macht das so einen Spaß, jedes Mal eine neue Schneeflocke zu designen, zu kreieren. Das ist eben wie im echten Leben. Und dann könnt ihr, wenn alles schön getrocknet ist, eure Bleistiftstriche wegradieren und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Tada! Das ist ein super einfacher, schneller Schneemann. Wenn ihr dem Ganzen jetzt noch ein bisschen mehr Tiefgang geben wollt, könnt ihr noch ein paar Details einmalen, wie zum Beispiel den Besen mit ein paar mehr Details zu bemalen. Ihr könntet auch beim Schneemann mit einem kleinen Schwämmchen und einem ganz, ganz kleinen bisschen Grau in diesen Schnee reintupfen, dass es mehr nach Schnee aussieht. Ich mache das nicht, weil ich es so niedlich finde. Aber ich male noch ein paar Borsten in unterschiedlichen Farben in meinen Besen rein. Einmal habe ich mit Weiß gemalt und danach male ich nochmal mit Dunkelbraun drüber. Und ihr seht, ich habe eine rote Schnur gemalt, der den zusammenhält, den Besen. Und das war's. Danke fürs Zuschauen. Und frohe Weihnachten!